wenig Wind ist, würde ich jetzt einfach im Wind fahren, würde das Großsegel aufmachen, runterlassen komplett, würde runtergehen, den Ring holen und würde ihn dir schmeißen. Ist das richtig oder ist das falsch? Ich werde mich sofort festketten an dieses Boot. So, jetzt kann ich nicht mehr runterfahren. Am Wind? Jetzt hör doch mal auf und schon fällt er schon, bitte! Also, wenn einer Mann über Bord ist, wir sind nur zu zweit, dann kann ich keinen Rettungsring mehr rausholen oder sonst irgendwas, weil ich das alles aus dem Boot rausgeholt habe und hinterhergeschmissen habe, bin ich allein schon 50 oder 100 Meter weitergefahren. Keine Chance. Was ist zu tun? Man lässt das mit dem Rettungsring, man merkt sich die Position, wo derjenige ins Wasser gefallen ist, dann fährt man eine Kuhwende. Eine Kuhwende braucht Raum, so geht dieser Spruch. Das heißt, ich fahre erst einen räumlichen Kurs, um einen besseren Winkel zu bekommen. Danach fahre ich eine Wende, fahre auf den, der über Bord gegangen ist, drauf zu, lasse aber ein bisschen Abstand, weil das letzte Manöver ist ein Aufschießer. Das heißt, hier fahre ich im 90 Grad. Meine Damen und Herren, sehen Sie Frau Theos am Steuer. Sie fährt jetzt eine Wende, Einhand über den Bodensee. Also, klar machen zur Wende. Und Reh. Frag mich. Und was hast du denn heute alles gemacht für Manöver? 1000 Mal eine Wende gefahren, ganz alleine. Was habe ich noch gemacht? Allein in den Hafen reingefahren. Aufstoppen.
Kreise fahren, Vollkreise und wieder aufstürmen und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Kann ich nicht mehr, mit dem Schlaf kaputt. Ich kann gerade schlafen. Oder erstmal ein Bier trinken.